So, jetzt geht's weiter. Und zwar habe ich jetzt herausgefunden, wie man den G-Code ermittelt. Und zwar aus den beiden Objekten, einmal dem Rand und einmal den Text. Dazu drücke ich bei der Simulation Steuerleiste die rechte Maustaste und erhalte hier das Projekt. Und in dem Projekt sehe ich also die beiden Werkzeugwege, die ich ermittelt habe, nämlich einmal den Rand und einmal die Schrift. Und den Rand mit dem Rundfräser und beide mit dem Rundfräser. Das kann ich jetzt also anwählen und kann dann mit diesem den Rand, also sozusagen den Werkzeugweg aufrufen und habe hier die zu speichernden Werte und lege jetzt hier unten den entsprechenden Postprozessor fest. Einmal habe ich hier den Mach3 Arc. Also mit Mach3 mit 4 als Millimeter in Form von mit den Kreisen oder auch ohne Kreise. Das könnte ich hier festlegen. Ich nehme ihn mal mit Kreisen fest und habe jetzt also die beiden Dateien, die ich jetzt unter dem Dateinamen speichern könnte, und zwar jetzt hier in dieses Verzeichnis, was da ist in der Dropbox unter Subotta erste Tests, und speichere das unter dem Spezialnamen Tab ab. Die Datei existiert bereits. Möchte ich überschreiben, sage ich ja. So, damit habe ich jetzt die beiden Werkzeuggruppen festgelegt und kann damit den G-Code erzeugen und das auf meine Maschine über den Mach3 bringen. Zur Kontrolle kann ich das hier nochmal zumachen und werde den J-Viewer aufrufen. Werde dann diese Datei öffnen. Die liegt ja in der Dropbox unter Subotta, und zwar unter erste Tests. Und hier muss ich dann alle Files nehmen, damit das sichtbar wird. Und zwar nehme ich dann hier die Tab-Datei, die ich jetzt hier irgendwo finden werde, nämlich unter Tab. Text Klaus Tab. Die lade ich ein und ich sehe, was meine Fräserei macht. In dem Falle macht sie ein bisschen Blödsinn hier hinten. Das ist irgendwie nicht so ganz richtig. Da kommen auf einmal Kreise rein, die ich gar nicht haben möchte. Also stimmt etwas mit dem G-Code noch nicht. So ist da irgendwie Blödsinn. Gut, das muss ich nochmal rausfinden. Gehe ich nochmal zurück in das ArtCam
und versuche herauszufinden, warum er hier den Werkzeugweg falsch definiert hat. Ich nehme also hier die negative Tasche. Tiefe 0, Endtiefe 5 mm und wähle das Werkzeug aus, nämlich ein mit dem Durchmesser bearbeitet es nochmal, maximale Schnitttiefe 10 mm, Durchmesser Werkzeug Nummer 1. Als Kugelfräse. Wähle den aus und werde den hier unter Schrift 1 jetzt berechnen lassen. Das ausgewählte Werkzeug zu groß für den positiven Einsatz oder die negative Tasche ist zu groß. Die Tasche ist zu groß. Der Text ist eigentlich für 3 mm. Angeblich zu groß. Ganz sicher bin, dass das stimmt. Okay. Gut, das muss ich noch mal rausfinden.